So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es sehr sonnig bei uns und ich habe keinen Sonnenbrille. Genau so ist das. Heute zum Thema Audi 80 Widebody. Wir haben einen Audi 80 gefunden, der uns so zusagt als Basis. Und genau den werden wir umbauen. Zusammen mit den Rufen und mit einer kleinen Unterstützung von JP. Ja, so ein bisschen hier und ein bisschen da müssen wir auf links und rechts zugreifen. Das heißt, bei dem Motor und so weiter wollen wir auch ein bisschen an JP dran gehen. Der hat da gute Kontakte und so weiter. Also Basis Audi 80 Coupé. Das ist der kleine 2,3 Liter. Ne? Ja, 138 PS. 138 PS. Ja, sieht gut aus. Und das erste, was machen wir zuerst? Wir fahren den einmal. Wir fahren den einmal, weil ich wollte schon immer so ein Auto haben damals, aber war zu teuer. Das war mir damals zu teuer. Diese Autos hatten nur Leute, die viel Geld hatten oder viel Kredit aufgenommen haben. Die meisten. Ja. Deswegen ja. Und ja, lass uns fahren. Fahren, fahren. Ja, fahren. So, dann starten wir mal den Hobel. Hast du gesehen? Der springt sofort an. Zack. Audi-Qualität. Audi-Qualität. Ich habe mir Sonnenbrille angezogen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, weil die Sonne scheint heute extrem. Ja? Und ich habe mir Sonnenbrille angezogen, weil ich weiß, das ist so ein bisschen unhöflich. Aber beim Fahren kann ich nichts sehen. Deswegen ziehe ich mir die an. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. In einem Video habe ich mich nicht angeschnallt, bei dem Golf 2 von JP. Und da gab es eine Kritik. Ganz viel Kritik. Ja, ist ja auch richtig so. Man muss sich anschnallen. Nein. Bei dem Audi 80 machen wir so. Ah, wie früher. Guck, der riecht auch so, ne? Oder? Ich glaube. Mich erinnert das voll am Frühjahr. Original alter Audi. Also wirklich Momo-Lenkrad. Wie früher. Ich fühle mich wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hatte ich auch immer von so einem Auto geträumt. Gut, heute mittlerweile sind die Preise so. Der ist ja überhaupt nicht hart, ne? Der Wagen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich mag das so. Ja. Vor 20 Jahren war es so. Dass man von so einem Auto geträumt hat. Mittlerweile ist das genauso, weil die Preise sind explodiert. Wir haben auch ganz lange 20 V gesucht, aber wir sind nicht bereit, 20.000 Euro auszugeben für ein Basisfahrzeug, was wir nachher zerschneiden und so weiter. Das würden wir nicht übers Herz bringen, ja, weil viele haben auch schon geschrieben, ja, so ein Klassiker darf man doch nicht umbauen und zerschneiden etc. Nein, würden wir auch nicht. Wenn die Basis top ist, ja, also Tico Taco, dann würden wir das Auto nicht umbauen. Also ich persönlich nicht. Wäre mir zu schade. Ja. Aber das Auto ist schon so ein bisschen nicht mehr so original. Sieht man auch hier alles. Ne? Momo-Lenkrad, nicht Momo-Lenkrad. Das ist alles nicht mehr original. Sitzheizung hat das Ding. Ja. Wie geil ist das denn? Wir machen hier Klimaanlage an. Wo meinst du, die funktioniert noch? Ja, sicher. 23 Grad. Das ist kein Radio. Das ist die Klimaanlage. Da pfeift es aus allen Löchern. Geil. Wir machen Fenster auf. Da kommen echt Gefühle hoch, ne? 136 PS. Früher war das echt krass viel. Heute ist das so ein Anfängerauto, sag ich mal so, oder? Ist das nicht so? Ja. Ein Anfängerauto mit 50 PS reicht auch. Richtig, ja. Ja. Also man muss so ein bisschen Auto verrückt sein oder geschädigt wie wir, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt 100 PS aufwärts. Ja, dass er auch so ein bisschen zügiger nach vorne geht. Es ist nicht nur immer viel PS gleich Rasen. Ich fahre gerne Autos, die viel PS haben, weil zum Beispiel bei uns beim Bäcker in die Straße, du wirst da niemals losfahren können mit so einem 50 PS Auto.
Ja, du musst wirklich sehr schnell tschuk, tschuk sein, sonst kommst du gar nicht raus aus der Straße. Ich rase nicht. Ich bin kein Raser, würde ich mal behaupten. Ja. Ich habe manchmal 5 Minuten so bei uns auf dem Parkplatz, aber die gehen schnell vorbei. So, zum Thema Audi 80. Baujahr? 91. Nächstes Jahr Oldtimer. Oh, da feiern wir Geburtstag. Sollen wir dir auf der Motorschule lassen zeigen, falls die stattfindet? Ja, ne? Ich denke, würde die Leute interessieren, ne? Wir bauen sowieso ein Auto um, ja, mit dem JP und mit dem Ruven vom Audi. Das wird ein Auto von dem Ruven selber sein. Da wird aber 500 plus sein an Leistung. Plus. Aber den nehmen wir als Basis. Das wird unser Basiswagen. Der wird sowieso ausgestellt auf der Motorschule in Essen. Und ich glaube, da wird noch der andere ausgestellt. Und Ruven. Den zeigen wir auch. Aber der wird richtig Dampf haben. Aber Wahnsinn. Für 138 PS nicht ja. Zu vergleichen mit einem Auto heute mit 150 PS oder sonst was. Ne? Hat er 138 oder 136? Oh oh. So, mir ist das zu heiß im Apparat. 36? 134. Nein. Ja. Das hat 134 PS. 134. Es gab ja so viele Modellvarianten, also gleicher Motor, ja. Mit 98 kW, mit 100 kW. So viele Variationen. Okay. Ich finde immer noch sehr, sehr schön. Also im Prinzip, wenn man die Rückleuchten und die Scheinwerfer von dem Auto austauschen würde, so ein bisschen moderner, das Auto optisch immer noch sehr gut dastehen, finde ich. Aktuell das Leder. Das war, ist das noch immer Leder? Nein, das ist kein Leder, ne? Das ist so ein Schaumstoff. Ne? Ja, das ist so ein. Ich weiß nicht. Hat, so ein Schaumstoff ist das, ja. Wir wollen nicht zu lange rumfahren, ja, weil wir wollen auch was Gas geben hier mit dem Bodykit. Aber ich glaube, ja, jetzt so ein bisschen angenehmer hier. Jetzt kann ich die Brille ausziehen, dann sehen wir uns auch. Ich wollte noch was zum dem Video mit dem Connor, mit dem Hyundai Connor, was ich aufgenommen habe mit meinem Sohn. Wollte ich noch was dazu sagen. Warte. Und zwar vielen Dank für die ganz vielen netten, lieben Kommentare. Ja, der Tom hat sich auch sehr gefreut. Ja, also ich bin gut, ist ja mein Stolz. Ne? Also beide Jungs, wie der Jason, so der Tommy. Oder der Tom, ich nenne immer noch Tommy, für mich wird immer der Tommy sein, ja. Das ist mein ganzer Stolz. Und ich finde es sehr gut, dass die sich auch so ein bisschen für Motorsport, für Autos, für sowas interessieren. Also wir bauen gleichzeitig jetzt den Audi 80, den Golf 2 Breitbau von Kisa mit JP und den Hyundai i30N. Mit dem Kona machen wir erstmal so Konzepte, ne? Gucken, wie der ankommt. Ja, da bin ich so ein bisschen 50-50, ob das überhaupt jemand umbaut, so ein Connor. Aber ich glaube, wenn der als N kommt, ich glaube, der wird interessant. Weißt du, was ich machen würde? Vielleicht lass uns eine Firma Kameras aufhängen, die uns, ja, euch 8 Stunden am Tag begleiten. Mich 12. Also nicht den ganzen Tag? Nicht den ganzen Tag, nur einen halben Tag. Ja. Ja, die hängen die in der Werkstatt auf und so weiter. Und dann kann man im Prinzip sich da einloggen und ja, kann man gucken, was wir so machen. Wenn jemand Bock drauf hat. Meinst du, hat er immer Bock drauf? Bestimmt mal. Schreib unter die Kommentare, was haltet ihr von so einer Idee? Ne? Ach, ich wollte noch was sagen. Ich wollte nur sagen, Glückwunsch an unseren ja, Kameramann, nicht, weil das ist Norm jetzt in dem Fall, aber an den Sascha, der für uns die Videos schneidet. Der hat nämlich, beziehungsweise seine Frau, die haben ein Baby bekommen. Ja, der ist Vater geworden. Ja, Glückwunsch in dem Sinne, ne, von uns allen. Und ja, ich hoffe, du bist wieder bald live dabei. Ne? So, sieht's aus. Komm, hauen wir ab. Zu der Station, zu der, wie sagt man,
Headquarter. Zum Barrier, oh yeah. Barriers. Oh my God, ich habe the German vergessen. So geht es mir wirklich, wenn ich in den USA lande, dann, oh my God. So reden wir alle auf einmal. Das ist wirklich so. Ich bin gespannt, ob die SEMA-Show dieses Jahr wieder stattfindet. Falls ja, fahren wir da hin, ja. Wenn bald Corona vorbei ist und das finanziell so ein bisschen sich wieder erholt alles, dann würden wir vielleicht sogar alle fahren. Ja, waren wir schon mal. Vor 4 Jahren, glaube ich. Das war echt gut. SEMA Show ist, glaube ich, so das Wetter, die Leute, die Autos. Krass. Was war das? Camera, das ist leer. Oh mein Gott, das ist Camera. Oh mein Gott, das ist aus. Oh, das ist very hard, very high. Oh, ich liebe das, wenn ich hier ankomme. Ne? Wenn ich hier ankomme und dann sehe ich hier lecker Schnittchen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Brote, Brote, Brote. Heute Folge 99. War gibt es heute das Leberwurstschnittchen. Lecker Schnittchen, lecker Schnittchen, Doppelschnittchen. Das ist ein ganzes Brot sogar. Ja. Geil. Jetzt steigen wir aus. So. Geht nicht zu. Boah, Tür geht auf wie bei Rolls-Royce. Guck mal. Voll weit. Ist das Serie? Oder ist er kaputt? Ist nichts dran gemacht? Nee, Schlappbeifahrerseite genauso. Niemals. Echt jetzt? Geil. Kannst von hier gerade durchspringen. Echt jetzt? Geil. Ja, na, auf jeden Fall, guck mal hier. Damit ihr manche nicht meckern, dass wir so ein schönes Auto bauen. Hier ist irgendwas schon kaputt. Also ich weiß nicht, neue Türpappen. Das Auto braucht alles neu. Ja? Deswegen Sitze sind auch nicht mehr so. Was? Eben gesehen, ne? Sitz hier. Nein. Ich dachte, das sind Sitzbezüge. Ja. Was ich noch zum Thema ABS sagen muss, ne? Das sind so die typischen günstigen eBay ABS-Teile. Kann man sehen, wie wellig dieses alles ist? Das ist echt extrem wellig, ne? Deswegen waren wir echt am Zweifeln, ob wir. Das ist sehr günstig und sehr schnell in der Produktion, aber qualitativ ist das. Geht so. Deswegen. Ne? Das ist extrem wellig, sieht man in der Halle beim Scannen, wenn wir das echt extrem sehen. So sieht es aus. Azer-Felgen. Oh mein Gott, früher ein Traum. Ja, heute sind die so ein bisschen von der Tunerfläche verschwunden, was ich schade finde. Oder? Oder gibt's nicht mehr so, ne? Ja, auf jeden Fall nicht mehr so stark auf dem Markt, ne? So sieht's aus. Machst du ein bisschen Carbon? Ja. Und dann scannen wir den. Machen wir so. Bis gleich. Das finde ich richtig sexy, ne? 30 Jahre alt, 30 Haubenlifter, ne? Auto geht da oben, fuck, also nicht Auto, sondern die Motorhaube geht da oben. Ehrlich, für 30 Jahre, ne, finde ich den Motor top. 200.000 gelaufen oder 200 irgendwas, ne? 202. Ja, also ich finde es top, einfach wirklich top, dass die Materialien und alles noch hält, ne? Nach 30 Jahren, 29, nächstes Jahr 30. 29. Ja. Ja gut, die goldenen Schrauben, ich weiß nicht, wer das war von euch, oder du oder irgendein Vorbesitzer, finde ich so ein bisschen nicht so meins. Ah, fand jemand ganz toll. Unterbodenschrauben sind auch alle in Gold. Oh Jesus, Mama Mia, echt jetzt? So, tschack, reinfahren. So, jetzt machen wir
unserem Spreedorf. Ja, wir haben eine sehr gute Info aus Ingolstadt bekommen. Es gibt einen anderen Spree, der ist besser. Oder soll besser sein. Falls der andere kommt, dann werden wir es auch testen. Ne? Aber vielen Dank an den jungen Mann, der uns angerufen hat. Ja, aus Ingolstadt. Und uns den Tipp gegeben hat. Also im Prinzip muss ich das drauf machen. Ja, also ich zeig das. Bei, weiß nicht, bei welchem Auto. Ich glaube, bei Golf oder sowas. Bei dem Golf von JP hat sich jemand beschwert und meinte, wie kann man das Auto so weiß anspüren? Guck mal. Achtung, ganz leicht. Also das geht wirklich, sobald Wasser drauf kommt. Ja, ich habe das so ganz leicht gemacht, wenn man es festmacht, zerkratzt man das. Sobald das Wasser drauf kommt, ja, fließt alles runter. Und bleibt nichts stecken. Was zum Beispiel für den Scanner gar nicht gut ist, sind Scheinwerfer, weil da ist Chrom und das reflektiert. Und um bessere Scans zu erreichen, machen wir alles matt. So Blinkleuchten, ja, sowas. Ein bisschen die Scheibe müssen wir auch machen, weil wenn wir hier scannen zum Beispiel, dann erwischt der Scanner manchmal die Scheibe und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn der abbricht. Boah, der riesige Rückleuchtturm. Solche Klopper. Wir scannen immer nur eine Seite und zwar die Seite, wo der Tacknickel ist. Ja, weil die Seiten sind ja gleich. Nur hier sehen wir zum Beispiel, wenn die Verbreiterung drauf kommt, wo der Tankdeckel ist, ja, und wieder aufgeht und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir auch zum Beispiel kein Problem, dass wir das hier in der Halle machen, ja, wegen unserem schönen Performance Floor, weil da bleibt nichts. Jetzt kannst du mal mitkommen. Kannst du jetzt gucken? Also, nimmst du auf. Mhm. Okay. Ich mache immer so ein komisches Gesicht, wenn ich hier scanne. Wenn ich mich konzentriere. Komm ein bisschen hier von der Seite. Zeige ich dir was. Ja, ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt. Im Prinzip durch drei. Hier ist noch eine Tür, hier ist zum Beispiel Rad, quer und hin und her. Jetzt richtet er das automatisch. Er erkennt quasi die ganzen Linien und so weiter am Auto. Und das dauert jetzt. Ja. Das dauert und dauert und dauert. Wir haben schon hier 64 GB einmal Speicher, aber trotzdem zu langsam. Ja. Warum wir einen Laptop benutzen? Ja? Viele haben gefragt, warum habt ihr einen Laptop, warum nicht festen Rechner und so weiter, die sind schneller. Stimmt. Aber dann haben wir leider einen festen Rechner, wir arbeiten viel auswärts. Ja? Wir haben wirklich weltweit schon gescannt, deswegen brauchen wir einen Laptop. Ne? Ich freue mich auf das Projekt. Das Auto ist nämlich von Norm. Was gibt das für ein Projekt nochmal? Du hast es noch gar nicht gesagt in diesem Video. Ja klar. Wir sind vorher das Auto gefahren. Ja, aber du hast es trotzdem noch nicht gesagt. Das ist Audi 80 White Body Belzec Edition. Genau. White Body. Hardcore. Belzec wieder Hardcore, Hardcore, Hardcore. Ich sag mal so. Kurwa, wenn nicht, ich wer sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben das Auto gescannt. Jetzt wird es in die Flächenrückführung gemacht und so weiter. Flächenberechnung, das dauert ungefähr eine Woche für ein ganzes Auto. Wirklich sehr lange. Und dann fangen wir an zu zeichnen. Und in der Zwischenzeit können wir auch so an einem Spoiler noch arbeiten. Weil der Ruven, der kam auf die Idee, so einen Spoiler drauf zu machen, wie von dem Cosworth. Sehen wir im nächsten Video. Oder jetzt? Nächstes. Nächstes Video. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare. Ich freue mich über alles. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.